Frau Mandelbrosti, da herrscht jetzt wieder Optimismus vor den Apple-Zahlen. Auslöser war heute Morgen schon oder heute Nacht schon ein Bericht von Nikkei, diesem japanischen Wirtschaftsmagazin, wonach Apple die Zulieferer angewiesen habe, 10% mehr iPhones zu produzieren. Man wolle 14% mehr Apple-Shipments machen, iPhone-Shipments. Also das sind die Treiber vor allem für die Wall Street, die ansonsten eigentlich heute eher gemischte Zahlen vorlegen musste. Zahlen von 3M, diesem Riesenkonzern aus den USA, Konsumgüterkonzern, die eher enttäuschend waren. Das Unternehmen will Menschen entlassen. Wir hatten Lockheed Martin, Rüstungshersteller, sehr gut. Wir hatten heute SAP, außer Deutschland, Europas größter, am stärksten marktkapitalisierter Tech-Konzern. Die waren auch, naja, eher mäßig die Aktie unter Druck. Dementsprechend sehen wir, dass der DAX sich eigentlich zurückhält ein bisschen, wenn wir uns hier mal die Vergleiche mit den anderen Indizes anschauen, dann sehen wir, der DAX in Anführungszeichen nur 0,83% im Plus, der französische Index über 1%, der FTSE in England auch knapp 1%, Spaniens IBEX 1,25% und Italiens MIB 40 natürlich der Hauptgewinner heute mit 2,2%, weil Matteo Salvini in der Emilia-Romagna die Wahl verloren hat. Das hat auch die italienischen Bonds wieder ein bisschen unterstützt. Aber es ist jetzt die Frage, ob Apple diese Zahlen liefern kann, die man sich da versprochen hat. Jedenfalls sehen wir, dass das Thema Virus erstmal von der Wall Street ein bisschen verdrängt wurde, obwohl die Amerikaner hier offenkundig jetzt eine Reisewarnung geben für China. Man überlegt, ob man Reisebeschränkungen erlässt, dass mithin also möglicherweise Chinesen nicht mehr in die USA reisen können oder nur noch unter bestimmten Umständen. Wir sehen, dass insgesamt hier, das wollte ich nicht zeigen, sondern die Firmen in China erst später wieder anfangen. Ab 10. Februar soll es wieder losgehen, etwa für die großen Tech-Konzerne in China, Tencent, Alibaba. Mithin wird also da locker noch mal eine Woche dran gehängt. Das wird einiges an Wirtschaftskraft kosten. Wuhan ist sowieso komplett isoliert, das ist bekannt, steht etwa für 1,4% des chinesischen BIPs. Diese Stadt aber wäre als Volkswirtschaft, wenn es ein Land wäre, unter den größten 50 Volkswirtschaften der Welt. Also da ist einiges nach wie vor im Argen. Es ist nach wie vor das Grundproblem, dass solange man das Virus nicht in den Griff kriegt, solange ist eben das Problem nicht gelöst. Jetzt sagt China, okay, wir brauchen wahrscheinlich um und bei 6 Wochen, um einen Impfstoff zu entwickeln, und 6 Wochen ungefähr werden wir den testen müssen. Mithin hätte man dann in 3 Monaten eben einen wirklich passablen Impfstoff. Ist sehr, sehr lange Zeit bis dahin. Es geht, ich wiederhole es nochmal, um die ökonomischen Folgewirkungen durch die Reaktionen der chinesischen Behörden, die relevant sind. Wir sehen aber an manchen Märkten gleichwohl schon doch einiges an Konfusion. Wir sehen, dass zum Beispiel Kupfer, eigentlich ja ein Indikator, ein Gradmesser für die globale Konjunktur, jetzt 9 Tage hintereinander in den Miesen ist. Das gab es zuletzt 1986, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben Öl unter Druck, obwohl heute leichte Zugewinne zu verbuchen sind. Aber es ist gleichwohl der schlechteste Start seit dem Jahr 1991. Und wir haben auf der anderen Seite eben auch doch die Transportwerte im Dow, sogenannte Dow Jones Transport Index, deutlich abweichend von dem Dow Jones Industrials. Also normalerweise nach der Dow-Theorie ist das ja kein so gutes Zeichen, aber wir werden es sehen. Dann hat Sid Donald, das wirft dann schon den Blick auf das nächste Highlight, die Fed wieder kritisiert, hat gesagt, ja, ihr solltet jetzt die Zinsen wieder runternehmen. Die anderen tun es doch auch, obwohl wir den allerhöchsten Standard haben überhaupt. Und wenn ihr das macht, wenn ihr auf Null oder sogar in den Negativbereich geht, dann zahlen wir die Zinsen zurück. So, dann zahlen wir die Schulden zurück. So, Donald Trump, hatte er das nicht irgendwie vor der Wahl auch versprochen? Naja, jetzt ist die Schuldenlast des US-Staates bei über 23 Billionen. Aus der Senkung der Zinsen ist nichts geworden. Trump will also hier Negativzinsen haben, das ist das erklärte Ziel, um angeblich die Schulden zurückzuzahlen. Nein, die Party soll weitergehen und noch größer werden. Das ist das eigentliche Ziel. Und das mit der Schuldenreduzierung, das kann man wohl getrost vergessen. Die Fed gleichwohl ist in einer schwierigen Rolle jetzt, denn sie hat normalerweise nichts gegen hohe Aktienkurse. Das ist nicht ihr Problem. Aber was ihr Problem ist, wie hier ein Bloomberg-Artikel sagt, ist,
dass die Aktienmärkte völlig davon abhängig sind, wie jetzt die Bilanzsumme der Fed aussieht. Man will qua Auftrag die Wirtschaft ein bisschen steuern, indem man versucht, eben die Realwirtschaft zu beeinflussen, Arbeitsmarkt, Inflation etc. etc. Aber man will eigentlich nicht die Aktienmärkte steuern, auch wenn man es faktisch tut, nachdem alle Welt sagt, naja, ihr betreibt Quantitative Easing, auch wenn es nicht der Definition entspricht. Die Fed hat ja immer Wert darauf gelegt, dass das nicht QE sei. Heute dann sind die Anleihenmärkte nochmal angesprungen aufgrund der Furcht vor diesem Coronavirus. Nachdem Hongkong mehr oder weniger seine Grenzen dicht gemacht hat, nachdem China, nachdem Peking ein praktisch Einreiseverbot für Chinesen in Hongkong verhängt hat, etc. etc., nachdem Japaner hier positiv getestet wurden auf Corona, obwohl die keinerlei Bezug zu Wuhan hatten, also dieser Stadt, wo das Virus ihren Ausgang genommen hat, dementsprechend jetzt die Fed eben morgen dann in einer schwierigen Situation, weil eben die Zinskurve sich wieder maßgeblich verflacht hat, heute Morgen sogar invertiert hatte. Jetzt kann es sein, dass die Fed gar nicht anders kann, als dann möglicherweise die länger laufenden Staatsanleihen zu kaufen, um diese ganze Geschichte hier wieder in den Griff zu kriegen. Wir sehen aber gleichwohl auch bei Junk Bonds zum Beispiel, da sind die Spreads, also die Renditedifferenzen, die Risikoaufschläge bei den weniger gut bonitären Anleihen in den USA zuletzt doch deutlich gestiegen. Aber spielt heute alles keine Rolle für die Aktienmärkte. Die Zahlen von Apple werden super, das ist die einhellige Auffassung. Schauen wir uns mal hier den Nasdaq an, der hier jetzt so ziemlich fast schon das Gap zugemacht hat, das er gerissen hat vom Wochenende auf den Montag. Da ging es ja dann doch mit einer kurzen Lücke nach unten, haben wir jetzt fast schon wieder aufgeholt. Der Optimismus ist grenzenlos. Wir sehen den S&P 500 auch jetzt praktisch hier dieses Gap schließen. Das ist also auffallend, dass die Amis es schaffen, ihre Gaps zu schließen, während der DAX, naja, hat sich hier zwar erholen können, ist bei 13.329, aber eben wie vorhin gezeigt, im Vergleich zu den europäischen Indizes doch eher ein bisschen zurückbleibend, liegt auch natürlich an SAP. Was macht es der Euro-Dollar? Der ist bei 1,10, ziemlich genau 1,1009. Da ist er schon seit einiger Zeit jetzt, dass er da sich an dieser Marke irgendwo festbeißt. Wir sehen, dass Gold ein bisschen zurückkommt, eben dieses Risk-On-Sentiment, es wird schon alles gut gehen, dieses Virus wird vorbeigehen, das wird auch viel zu ernst genommen, das ist heute sozusagen der Tenor an der Wall Street. Ich glaube, dass dieser Tenor falsch ist, weil wahrscheinlich die Situation so sein wird, dass die Firmen in China länger geschlossen werden als bis zum 10. Februar, denn was soll sich ändern an der Situation, ist dann plötzlich das Virus weg am 10. Februar, kommen die Leute dann aus den Heimatprovinzen wieder zurück in die Großstädte und sind dann sozusagen nicht infiziert. Das wird sich zeigen. Jedenfalls sehen wir auch den Crude Oil Preis, wie schon vorhin gezeigt, Kupferöl nach wie vor nicht wirklich robust, $53.53. Also Apple, das wird das Entscheidende bei Finanzmarktwelt um 22.30 Uhr oder ab 22.30 Uhr. Da werden wir die Zahlen bringen, analysieren mit Updates, mit Einschätzungen. Seien Sie dabei, das wird wichtig in dieser Monsterwoche, wo die ganzen großen US-Tech-Konzerne noch kommen und morgen eben die Fed kommt. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und hoffe, wir sehen uns dann auf Finanzmarktwelt später um 22.30 Uhr. Servus und ciao.